Und von Tel Aviv aus geht es weiter in den Libanon zu Ibrahim Naba. Ibrahim, du und dein Team, ihr seid jetzt in den letzten 3 Tagen auch immer wieder in den Süden in Richtung Grenzgebiete gereist. Welche Entwicklung hast du über diese vergangenen Tage bei den einzelnen Reisen wahrgenommen? Ja, Tatjana, je näher diese erwartete Bodenoffensive der israelischen Armee rückt, desto größer werden hier im Libanon im Süden die Spannungen. Der Süden wird durch die Hisbollah, durch diese Miliz kontrolliert und regiert. Die hat da das Sagen und die entscheidet auch, wie es dann weitergeht, wenn es zu einer Bodenoffensive kommt. Große Frage ist, kommt es hier zu einer zweiten Front? Kommt es hier wirklich zu einer großen Auseinandersetzung zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah? Es gab in den vergangenen Tagen, und wir haben es auch gestern live erlebt, direkt an der Grenze, an der Mauer, immer wieder zu Raketenangriffen durch die Hisbollah auf israelisches Gebiet. Und gleichzeitig gibt es auch immer wieder kleinere Angriffe, dann Gegenschläge der israelischen Armee auf libanesisches Gebiet. All das passiert hier jeden Tag, aber das sind immer noch eher kleinere Scharmützel. Es sind Häuser zerstört, ja, aber das ist noch nicht diese große Eskalation. Und das wird sich jetzt eben in den kommenden Tagen zeigen, vielleicht ja in den kommenden 24 Stunden, wenn es dann zu dieser Bodenoffensive kommen könnte. Ibrahim, nun wissen wir auch, dass Israel ja gestern die Flughäfen in Syrien, also Damaskus und Aleppo, die internationalen Flughäfen bombardiert hatte. Der iranische Außenminister hatte sich zu einem Besuch in Damaskus angekündigt. Wie schätzt du das ein? Wird Syrien jetzt auch in den Krieg einsteigen oder aber wird man erst noch einmal abwarten? Denn das wäre ja eine weitere Front für Israel, die sich da auftun würde, neben dem Libanon. All das ist natürlich gerade noch Spekulation. Wir hatten ja schon die Meldungen, dass es dann eben auch Beschuss aus Syrien gab und dann eben auch eine Reaktion der israelischen Armee. Aber bislang geht man eher davon aus, dass sich Syrien zurückhalten wird. Das Gleiche sagen US-Analysten übrigens auch zu einem Konflikt zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee. Also man geht eher von einer gegenseitigen Abschreckung aus. Also beide Seiten wissen, man ist so stark, man hat so viele Raketen, man hat so viel Potenzial, dass man eigentlich eher auf Abschreckung setzt. Aber niemand kann sagen, was genau passiert. Zum Beispiel hier auch vor Ort ist ja auch die Hamas mit Gruppen unterwegs. Was passiert, wenn es hier wirklich zu einer Bodenoffensive kommt? Hat dann die Hisbollah überhaupt noch die Kontrolle? Das Gleiche gilt natürlich dann auch für Syrien, wo ja auch verschiedene militante Gruppen unterwegs sind. Also es ist alles schwer vorhersehbar, aber die Gefahr eines Mehrfrontenkrieges, den du ja angesprochen hattest, der ist sehr real. Ibrahim, danke schön für die Erläuterung. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.